Unter dem Motto »Ein Trio wird vollständig« lud die Wohnungsgesellschaft MBH Hoyerswerda in die Bautzner Allee 61 bis 67. Das dritte Wohnhaus der Reihe wird umfassend saniert. Seit Mai wird an der Baustelle gearbeitet, unterstützt durch das Bauplanungsbüro Gumpert. Geschäftsführer Steffen Markgraf betont die gesteigerte Nachfrage nach zentrumsnahen Wohnungen durch diese Maßnahmen. In den Schwesternhäusern führte die Modernisierung bereits zu einer Vollvermietung. 8 Balkone werden nachgerüstet. Besonders Haus Nummer 67 erhält Balkone an der Längsseite und eine umgestaltete Küche mit Freisitz. 4 Giebelwohnungen werden von 3 auf 2 Raumwohnungen mit großer Küche und Hauswirtschaftsraum umgebaut, um die Attraktivität weiter zu steigern. Die Energieversorgung wird von Gas auf Elektro umgestellt, mit neuen Elektroinstallationen und modernen Sicherheitseinrichtungen. Zusätzlich werden Reparaturen am Dach, neue Geländer, Malerarbeiten und Fassadeninstandsetzungen durchgeführt. Der Abschluss der Baumaßnahme ist für Ende September geplant, mit einer Investitionssumme von etwa 638.000 Euro.